Adrian West fragt, wann begann für dich der Bärenmarkt? Schwierig zu sagen, spätestens dann, als Bitcoin abgestürzt ist, vom Allzeithoch Richtung 20.000 und noch tiefer darunter. Ich glaube, 2022 war uns allen klar, Bärenmarkt. Gucken wir auf das Jahr 2023, werden einige auch sagen, Bärenmarkt ist eigentlich nicht mehr, denn wir sind von 15.500 ungefähr jetzt schon hochgestiegen auf fast mal 30.000. Trotzdem bleibt das Marktumfeld angespannt. Ob wir noch in einem Bärenmarkt sind oder nicht, ist da bei mir ehrlich gesagt völlig egal. Denn viel entscheidender ist, wie nachhaltig, wie gut ist die Stimmung, denn jetzt eigentlich gerade da draußen. Denn das braucht es für langfristigen Erfolg und gute Investitionen: frisches Kapital, was wieder in die Märkte reinfließt. Ich rede nicht nur von Bitcoin, ich rede von Aktienmärkten und vielem weiteren. Die aktuelle Flaute zeigt ganz deutlich: es gibt kein Interesse. Aber zumindest noch so viel Interesse oder so viel mehr Interesse, dass Kurse steigen, als dass sie fallen. Und so nüchtern ist die Betrachtung auch auf das Jahr 2023 und vielleicht sogar eher die Frage, nicht wann begann der Bärenmarkt, sondern wann ist er wirklich vorbei. Und für mich ist er dann vorbei, wenn dieses Sentiment wechselt, womöglich im Jahr 2024 mit Klarheit darüber, ob wir eine Rezession haben, hatten oder dann doch eine haben werden, der Markt das eingepreist hat und wir endlich wissen, ist es vorbei? Dann kommt dazu noch das Bitcoin-Having und den Rest der Romantik könnt ihr euch vielleicht ausmalen. Wenn ihr euch fragt, ob das Bitcoin-Having einen großen Einfluss darauf haben wird, wie Bitcoin nächstes Jahr performt, ich habe dazu ein XXL-Video gemacht, was sich definitiv lohnt, um Krypto und den Zyklus von Bitcoin richtig zu verstehen. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Ansonsten auf meinem Hauptkanal einfach mal suchen: bitcoin to go und dann Bitcoin-Zyklus. Dann findet ihr das Video und dann frage ich euch: Ist der Bärenmarkt schon vorbei oder nicht?